Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema, was ich nicht mehr kaufe, seit ich gegen meine Kaufsucht kämpfe und mit Minimalismus begonnen habe. Ich habe euch schon mal ein Video dazu gemacht, das verlinke ich euch gerne und dann könnt ihr euch das mal angucken. Aber ich habe noch mehr Sachen, die mir aufgefallen sind, die ich nicht mehr kaufe und die ich sogar echt rigoros weggeräumt habe aus meinem Haus. Und zwar sind es die Figuren. Ich war lange, 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 lange Zeit ein riesengroßer Fan von Figuren zu meinen Lieblingsserien, zu meinen Lieblingsspielen. Ich wollte von jeder Serie irgendwas dastehen haben, was mich an dieses Spielerlebnis zum Beispiel erinnert oder an den Film oder an sonst irgendwas. Und ich hatte komplettes Regal voll mit Figuren. Wenn ich noch ein Foto finde, dann blende ich euch gerne hier ein. Ich habe alles eingelagert. Ich konnte mich noch nicht davon trennen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich teilweise wirklich sehr teure und hochwertige Figuren auch da hatte, die es auch so nicht mehr gibt. Also es sind halt auch mehr oder weniger Investitionen. Ja, die sind nicht original verpackt, deswegen bekomme ich dann halt nicht diese 600 Euro, die teilweise noch wert sind. Vor allen Dingen Disney-Figuren sind extrem viel wert, aber nichtsdestotrotz auch gebraucht sind die praktisch teilweise eine Investition, denn ich habe immer darauf geachtet, dass ich wirklich gute Sachen kaufe. Und ja, ich habe auch einen kleinen Schund wie Funkos und sowas, aber auch Funkos sind teilweise super wertvoll. Aber ich habe im Zuge der Katze, die wir bekommen haben, Luna, letztes Jahr im November, das Bücherregal angefangen aufzuräumen. Ich hatte ja oben drum komplett überall Figuren. Und da die Katze noch klein war, ist sie so um die Figuren herumschlawenzelt. Aber ich wusste, dass wenn sie größer wird, wird der Platz eng und sie wird irgendwas runterschmeißen. Und ich wollte ihr einfach Platz machen. Ich wollte für die Katze halt den Platz schaffen, dass sie sich frei bewegen kann, dass ich mich nicht aufrege, sie nicht ständig anschreien muss oder sonst irgendwas, dass sie irgendwo drüber gelaufen ist und so weiter. Ich wollte das einfach nicht. Und deswegen habe ich die Figuren, ich habe mir eine Kiste gekauft, so eine ganz große, stabile Kiste und Polsterfolie genommen und habe sie alle einzeln eingewickelt, ganz vorsichtig in diese Kiste reingetan und die steht in der Garage, ganz sicher und safe auf dem Regal. Und wartet darauf, dass ich eventuell irgendwann mal wieder Lust habe, mir vielleicht ein paar Einzelne rauszuräumen und hinzustellen, vielleicht an einem anderen Platz, wo Luna nicht hingeht und so weiter. Aber aktuell brauche ich nichts davon. Aktuell nervt mich jedes Ding, was rumsteht, was irgendwie, keine Ahnung, nicht dahin gehört, wo es hingehört. Es nervt mich. Und deswegen habe ich tatsächlich dann für mich entschieden, ich räume alle weg. Und in dem Zuge, dass ich sie weggeräumt habe, habe ich auch auf Amazon und sämtlichen anderen Wunschlisten, die ich hatte bei eBay oder sonst wo, alle Figuren gelöscht, die ich mir noch kaufen wollte. Weil ich logischerweise für mich gedacht habe, wenn ich jetzt alle Figuren wegräume und sowieso dann nur die Liebsten rausholen werde, brauche ich ja im Endeffekt keine neuen Figuren. Also jede neue Figur würde eigentlich direkt in die Kiste landen erstmal jetzt oder sie würde Ewigkeiten darauf warten, hingestellt zu werden und wer weiß, ob ich die irgendwann mal hinstelle. Und deswegen habe ich auch einfach alle Figuren auf meine Wunschlisten gelöscht und ich kaufe keine mehr. Ich gehe gerne mir welche angucken, ich war mit den Kindern in Manga Mafia Store und habe im GameStop auch ganz viele Figuren gesehen, die wirklich wunderschön sind. Und auch von Sailor Moon kommen jetzt so viele schöne Figuren, die ich mir auch leisten könnte. Aber ich mach's nicht. Weil, Leute, ganz ehrlich, ich hab's gehasst, die abzustauben. Ich hab's gehasst, alle wegzuräumen. Ich habe ja noch diese paar Funkos, die habe ich einfach stehen lassen, weil diese Aussparung da hat mein Mann mir extra da für die Funkos gebaut. Ich hasse es, die jedes Mal anzuheben und abzustauben und eigentlich würde ich die gerne wegtun, aber in dieser Aussparung passt ja irgendwie sonst nichts hin. Ich weiß nicht, vielleicht liegend Bücher, dann könnte ich vielleicht die Funkos noch wegtun, aber im Moment stehen sie einfach da. Ich brauche aber keine neuen. Gar nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Und es ist einfach wirklich so, dass es mich nervt, dass ich nichts mehr stehen habe, dass ich nicht mehr brauche Dinge, die Staub anziehen. Ich hasse Staubwischen, ich bin stauballergisch
Und ich muss mir nicht noch mehr hinstellen, dass Staub irgendwie auffrisst. Das zweite, was ich nicht mehr kaufe, das sieht man offensichtlich in meinen aktuellen Videos, ist Schminke. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen Restschminke, sowas wie halt Concealer oder Wimperntusche. Und wenn ich Lust habe, dann kann ich mich auch mal schminken, wobei ich einige Dinge, glaube ich, wegtun müsste und mir eventuell, wenn ich Lust wieder habe, mir neue zu kaufen, weil Schminke läuft ja auch eine Weile ab, wenn sie offen ist, trocknet ein. Und bei Lippenstiften habe ich zum Beispiel manchmal das Gefühl, dass meine Lippen bitzeln, wenn die so lange offen waren. Keine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall keine neuen Schminke mehr seit Monaten gekauft. Und hast nicht vermisst. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe es, dass ich morgens aufstehe, mein Gesicht waschen kann. Ich kann an meinen Augen kratzen, wann immer ich Bock dazu habe. Ich schmink mich einfach nicht mehr. Das bin halt ich. Das Einzige, was ich tue, ist tatsächlich halt fürs Video, das habe ich schon erwähnt, mir einen Concealer drauf tun, weil ich sonst Augenringe bis dahin habe. Sieht man aber eigentlich auch in meinen Vlogs manchmal, weil ich in meinen Vlogs nicht einen Concealer auflege. Da logge ich drauf los und dann sieht man das tatsächlich. Aber ja, das ist halt so. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei Videos, wo ich dann halt so sitze und rede, muss ich nicht aussehen wie ein Waschbär. Ja, deswegen habe ich da halt eben noch den Concealer und den würde ich auch natürlich nachkaufen, wenn er leer wäre. Ich habe aber noch einen, der komplett verschlossen ist. Den werde ich dann einfach weiter benutzen. Das heißt, ich brauche keine Schminke und ich brauche keine neuen Lippenstifte, ich brauche keine Wimperntusche, kein Puder, what immer, irgendwie Highlighter, damit ich Glow-Effekt habe und was auch immer. Das ist so viel Arbeit und es ist so eine Einreden der Frau, dass sie ein Problem hat, natürlich auszusehen. Man darf nichts haben, man darf nicht ungerade Augenbrauen haben, man darf nicht zu tot wirkende Wimpern. Meine Wimpern sieht man kaum auf den Videos. Ich existiere nicht mit Wimpern. Meine Wimpern sind so dünn, wenn ich sie nicht schminke, sieht man keine. Alles ist verpönt, wirklich. Ich habe jetzt auf Instagram gesehen, man hat ja manchmal so, wenn die Sonne drauf scheint, hat man so rote Pickelchen auf der Haut. Die sind auch jetzt schlecht. Es gibt Salben und keine Ahnung, was für Zeug, um diese roten Pickelchen wegzutun, weil das ist scheiße. Also einfach alles an der Frau ist falsch. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich lege einfach drauf los, wenn ich Videos filme. Ich habe Bock zu vloggen, wenn ich Bock zu vloggen habe. Ich will nicht darüber nachdenken, wie ich jetzt mir schnell noch die Schminke drauf mache und ob meine Augenbrauen gleichmäßig sind, ist mir scheißegal. Das ist halt so. Und im Zuge dessen habe ich auch tatsächlich auch kein eigenes einzelnes Nagellack mehr gekauft. Ich habe ja die Nagellacke aussortiert, kann ich euch gerne das Video verlinken, wenn ihr es euch noch nie gesehen habt. Da habe ich ja jedes einzelne Nagellack getestet und ich habe einige noch dagelassen, die ich auch schon wieder teilweise reduziert habe. Also ich habe, glaube ich, noch 4 oder 5 weitere weggetan. Und ich überlege schon wieder, ob ich die letzte Kiste, die ich jetzt noch habe, nicht auch wegtue. Ich hadere noch so ein bisschen mit mir, weil das Farben sind, die meiner Tochter auch sehr gut gefallen und ich nicht weiß, ob sie nicht doch irgendwann mal einen Nagellack wieder benutzen kann. Sie hatte so eine Phase, da hat sie voll gerne Nagellack benutzt, jetzt wieder nicht. Vielleicht will sie die benutzen und ich meine, die sind ja teilweise angefangen, das sind gute Nagellacke, also die werden lange halten. Ich habe auch niemanden mehr, wo ich teilweise Nagellacke abgeben kann. Angebrochene will ich nicht irgendwie zum Verschenken rausstellen. Das würde dann Müll produzieren. Da hadere ich so ein bisschen mit mir. Da denke ich mir so, ach, die haben jetzt diesen Platz im Regal. Das habe ich ja denen ja da gemacht. Die könnten da eigentlich jetzt noch stehen bleiben. Und so durchsichtige, das mache ich ganz gerne ab und zu mal, wenn ich so auf einen Geburtstag oder dieses Jahr gehe ich auf eine Hochzeit. Da werde ich mir mit Sicherheit die Nägel mal ein bisschen zurecht machen und dann halt eben so einen kleinen Schimmer drauf zu machen, ist okay, aber ich kaufe mir keine neuen mehr. Ich gehe ganz gerne da vorbei und gucke mir, was für aktuelle Saisonfarben sind und manche sind so schön, aber ich habe einfach nicht die Muße, ich habe nicht die Zeit und ich habe einfach keinen Bock, mir Nagellack drauf zu schmieren. Ich verstehe auch nicht, jetzt ehrlich, diesen Hype. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ich greife niemanden an, der diese Nägel hat. Aber ich verstehe nicht diesen Hype mit diesen langen Gel- oder Schellacknägeln, die man jetzt auch zu Hause machen kann. Ganz schnell und ohne Probleme und sofort. Und sorry, ich weiß nicht. Ich finde so natürliche, kurze, schöne Nägel, finde ich an der Hand persönlich am schönsten. Ich muss aber auch zugeben, als junges Mädchen habe ich das anders gedacht. Da wollte ich unbedingt lange Nägel haben, weil das optisch meine
etwas wurstigen Fingern verlängert hat. Ich war mit meinen Händen immer super unzufrieden und bin ich eigentlich auch nach wie vor. Ich denke auch immer, ich habe so kleine Wurstfinger, aber mir sind immer die Nägel abgebrochen. Ich hatte nie gesunde, gute Nägel. Ich hatte immer sehr, sehr dünne Nägel und deswegen habe ich mich immer geärgert. Kaum waren dann irgendwie alle gleich lang, ist irgendeiner abgebrochen. Dann bin ich eine Zeit lang zum Nagelmachen gegangen. Ich will aber diesen Plastik nicht mehr auf den Nägeln haben. Vor allen Dingen auch nicht mehr so einatmen, wenn das wieder abgemacht wird. Eigentlich müsste man eine Maske angeboten bekommen, wenn man im Studio sich die wieder abfeilen lässt, weil die Masken, also die, die es macht, die Kosmetikerin hat ja eine Maske auf und die haben auch immer so eine Filter, wo das reingesaugt wird, aber ich bin mir sicher, dass man das trotzdem so teilweise einatmet. Wollte ich auf jeden Fall nicht mehr und deswegen habe ich das weggetan, also aufgehört damit. Und jetzt habe ich eigentlich immer total kurze, teilweise so kurze, dass ich nicht mal mehr meine Dose so unter diesen Henkel da komme, um die Dose aufzumachen. Also ja, sehr, sehr, sehr kurz, teilweise abgeknabbert. Ich pflege meine Hände super wenig. Ich würde eigentlich voll gerne mal wieder zu einer Maniküre, einfach nur, um die Nägel mal hübsch zu machen. Und das war es aber wirklich, kein Lack und gar nichts. Also wie gesagt, die Nagellacke und Schminke kaufe ich nicht mehr. Und auch ebenfalls, vielleicht sieht man das ein bisschen, ich habe keine Ahnung, Haarpflegeprodukte. Ja, ich habe in irgendeinem Video mal erwähnt, ich bin der Meinung, dass Curly Girl Methode mit Sicherheit eine Werbeslogan von irgendwelchen Conditioner-Herstellern war und das verstreut wurde, damit alle Leute Conditioner kaufen, weil die Leute gesagt haben, ich brauche keinen Conditioner, ich will keine Silikone, ich versuche nur natürlich, bla 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 bla. Und um irgendwie so den Kauf anzuregen, hat man sich die Curly Girl Methode angelegt und alle kauften Conditioner wie blöde. Das ist so meine Theorie, an der halte ich fest. Und ja, im Zuge dessen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einen Conditioner als festen Brocken. Ich habe ein Shampoo als festes und ich habe Duschgel als festes und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Haare waren weder besser noch schlechter, als ich vorher Conditioner und Scheißdreck mir reingeschmiert habe, als jetzt. Ich habe einfach eine scheiß Haarstruktur, das sagt mir auch jedes Mal, wenn ich zum Friseur gehe, meine Friseurin. Die sind dünn, sie sind brüchig, ich habe ganz viele von diesen Babyhärchen und ich werde auch hier oben langsam kahl. Es ist einfach so, ich bin nicht mehr die Jüngste. Ich kriege auch graue Haare. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann damit leben. Ich habe kein Problem damit, alt zu werden. Ich habe mir früher immer als Mädchen immer welliges, volles, schönes Haar gewünscht. Das habe ich halt leider nicht und werde ich auch nie haben. Meine Kinder haben Gott sei Dank sehr schönes Haar bekommen. Die eine etwas dünneres, aber dafür viele Haare und die andere sehr dickes Haar und weniger. Dadurch sieht es immer passend zum Körper irgendwie aus. Also wir haben da eben, glaube ich, die besten Gene zusammengemischt und reingeworfen mit meinem Mann. Von daher denke ich, dass die werden, also ich meine, klar, man wird nie eben zufrieden sein mit dem Wasser. Man will ja immer das, was man nicht hat. Aber ich habe nicht mehr die Zeit und die Lust, mich unter der Dusche 15 Mal irgendwelche Scheiße in die Haare zu schmieren, um danach festzustellen, dass sie genauso aussehen wie mit dem einfachen Shampoo waschen und trocknen. Wisst ihr, was ich meine? Und tatsächlich ist das so. Dieses ganze volle Volumen und gegenfettiges Haar und keine Ahnung was. Das eine erzeugt Schuppen, das andere erzeugt zu trockene Haare, das dritte macht die Haare brüchig und so weiter. Also alles hat auch Nebenwirkungen. Und ich bin absolut nicht jetzt, mein Freund, der sagt, lass das jetzt alle weg, alles scheiß und sowas. Aber ihr müsst euch im Klaren darüber sein, es ist vieles einfach nur verkaufen. Das ist genauso, wie man heute noch immer sagt, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Dabei war das, glaube ich, in den 70ern, Kellogg's, das einfach eine Werbung gestartet hat und da immer wieder gesagt hat, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, um ihre Kellogg's zu verkaufen. Und die Leute glauben das immer noch. Und es gibt mittlerweile wissenschaftliche Studien, die sagen, dass es scheißegal ist, wann man eigentlich ordentlich isst, solange man halt eben gesunde Sachen isst oder Sachen, die man gut verträgt und so weiter. Und trotzdem hängt sich das in den Köpfen der Menschen fest. Man soll frühstücken und zwar ordentlich gut frühstücken und so weiter, weil es die wichtigste Mahlzeit des Tages ist. Werbeslogan. Die hängen bei uns im Kopf. Das ist halt wirklich, da werden Milliarden reingeschäffelt, um uns
da gefügig zu machen. Und genauso ist es, wenn ich mir Werbung von L'Oreal angucke. Da kommen irgendwelche Fantasiewörter von irgendwelchen Zusatzformen, was mein Haar noch so alles braucht und keine Ahnung, genauso wie Hyaluron gegen Falten in Cremes. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass das nicht funktioniert. Ich habe auch übrigens nur eine Feuchtigkeitscreme für mein Gesicht. Irgendeine Feuchtigkeitscreme. Ich habe keine Anti-Faltencreme oder Anti-Aging oder sonst irgendwas. Ich habe nur Feuchtigkeit. Und zwar nur, weil ich älter werde und deswegen meine Haut mehr Feuchtigkeit braucht. Sonst habe ich nämlich nie was benutzt. Aber ich merke einfach, je älter ich werde, nach dem Duschen spannt so mein Gesicht. Deswegen habe ich mir so eine Feuchtigkeitscreme geholt. Irgendwelche von Lavera. Eine gesunde Feuchtigkeitscreme und fertig. Es ist ganze alles, es ist Hyaluronfilter, was auch immer, es ist alles Schund, es ist bewiesen, dass nicht funktioniert. Viele von diesen ganzen Namen, die man dann so sagt, irgendwas ist da drin, sind total ausgedachte Fake-Wörter, die es nicht gibt und man auch nirgendwo nachlesen kann, was das überhaupt für eine Wirkung hätte, wenn es das existieren würde und so weiter. Aber ja, und deswegen kaufe ich mir einfach für die Haare nichts und ich habe auch meinen Kindern tatsächlich alles nur feste Duschgels und alles gekauft. Und ihre Haare sind total gesund. Wir waren letztens beim Friseur und meine Tochter benutzt auch so einen festen Conditioner. Und die Friseurin war total begeistert von der Haarstruktur, hat gesagt, das ist so ein gesundes, gepflegtes Haar. Und sie macht nichts anderes als ich. Also sie hat einfach nur Shampoo, festes, festen Conditioner und das war's. Mehr macht sie nicht. Und ja, es kommt auf die genetischen Veranlagungen, auf die Haarstruktur an, aus einem kaputten, genetisch kack hergestellten Haar, kann man kein wunderschönes, gesundes, voluminöses machen, egal was euch die Werbung sagt. Aber gut, das muss jeder für sich entscheiden. Manche fühlen sich, ich glaube, das ist auch so ein Placebo-Effekt. Ich habe das Gefühl, dass die Haare besser aussehen und ja, genau. Ich will da absolut keine verurteilen. Es hört sich jetzt immer so an, weil ich so kritisch bin, aber ich setze mich einfach kritisch damit auseinander. Ich will nie mehr damit verurteilen, wenn man das so macht und für sich selbst entscheidet, ich fühle mich damit wohler und ich bin überzeugt davon, dass es funktioniert, weil ich finde, solange man selber denkt, dass es funktioniert und man sich damit wohlfühlt, dann soll man das gerne machen. Man verletzt damit niemanden, wenn ich mir 15 Conditioner kaufe und ausprobiere. Das ist jedem selbst überlassen. Und irgendwie muss ja auch die Wirtschaft irgendwie funktionieren. Ich spreche wirklich über nur meinen Konsum, den ich halt für mich reflektiert habe. Genau, und das Letzte, was ich nicht mehr kaufe, und das kaufe ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr, ist tatsächlich Zeitschriften. Aber ich meine wirklich so diese Klatschpresse-Zeitschriften. Ab und zu kaufe ich mir noch die Flow, wobei ich heute zum Beispiel in der Stadtbibliothek hier in Bad Vilbel war und mir einfach die aktuelle Flow durchgelesen habe und nicht bereut habe, dass ich sie nicht gekauft habe, weil da aktuell einfach wirklich nur 3 Artikel drin waren, die mich interessiert haben. Die habe ich durchgelesen. Interessantes habe ich mir abfotografiert tatsächlich und ich muss sie nicht kaufen. Ich finde, die wird auch immer teurer. Aber das ist so die eins der wenigen Sachen, die ich kaufe. Ich habe früher jeden Donnerstag bin ich in den Laden gegangen. Und dann ist die InTouch, die In, die OK. Ja, ich glaube, die Bunte und die Galle erschienen da auch, aber ich habe immer die InTouch, die In und die OK gekauft. Immer diese 3 Dinge. Das waren 7,50 Euro oder so, glaube ich, jede Woche von meinem wenigen Gehalt, das ich in der Ausbildung gehabt habe. Jede Woche. Und ich habe einfach nicht gemerkt, ich war einfach damals, keine Ahnung, blind, blöd. Es hat mich natürlich unterhalten, also es hatte natürlich Unterhaltungswert. Ich habe das gelesen, um mich zu entspannen, das war so nebenbei. Ich habe manchmal, wenn ich so 5 Minuten irgendwo warten musste, dann habe ich, also zum Beispiel, du machst dich fertig und du hast jetzt noch 5 Minuten, bevor du das Haus verlässt, dann habe ich mir die Zeitschrift geschnappt und nicht am Handy gedaddelt oder so. Und eigentlich war das dafür richtig gut, aber ich habe festgestellt einfach, dass diese Dinger sich total widersprechen. Also zum einen, da steht in der einen, Brad und Angelina lassen sich scheiden und in der anderen, Liebesbeweis von Brad. Und dann diese Aussagen, ein Freund behauptet, ein Freund des Hauses. Ich bin mir sicher, dass es gar keine Freunde gibt, die sie irgendwie kontaktiert haben. Das ist einfach ausgedachte Scheiße. Und 5-mal auf jedem Cover Angelina Jolie und in jedem stand irgendwie das Gegenteil. Und
Und dann diese ganzen Diäten und die Pegini-Figur. Und es werden alle kritisiert. Jede Frau, die irgendwie ein Kleid hatte, was nicht hundertprozentig passte, wird sofort irgendwie mit Zellulite und keine Ahnung was beworfen. Oh mein Gott. Ich habe wirklich Geld zum Fenster rausgeschmissen und habe jahrelang diese scheiß Klatschpresse unterstützt. Mache ich nicht mehr. Ich gucke mir teilweise manchmal diese Cover an im Geschäft, wenn ich vorbeilaufe und denke mir so, ach, ist mal wieder soweit, die Sommer-Bikini-Figur ist mal wieder dran. Oder die besten Weihnachtsgeschenke oder irgendwelche Liebeleien. Irgendjemand hat sich von irgendjemandem getrennt. Aha, wir brauchen mal wieder ein bisschen Skandal oder sowas. Und laufe einfach weiter. Es ist nicht nur eine enorme Geldersparnis, denn mittlerweile sind die auch super teuer geworden. Es hat früher, ich habe glaube ich 1,90 € pro InTouch gekauft. Mittlerweile kostet die glaube ich 2,20 € oder so. Oder sogar noch mehr. Und es ist genauso viel drin. Teilweise habe ich so einen Eindruck, sogar weniger Seiten. Also es ist wirklich zum Mäusemelken. Es ist einfach, da ist nichts Wichtiges drin. Es ist wirklich nur eine Unterhaltung. Und die kann ich bei meiner Arztpraxis lesen, wenn ich unterwegs bin. Oder in die Bibliothek gehen und lesen. Weil du hast es in 2 Minuten durch. Ich habe das teilweise wirklich liegen lassen. Ich habe das nicht aktiv gelesen, sondern habe dann, weiß ich nicht, zwei aktiv gelesen. Die dritte habe ich mir dann immer so liegen lassen für eben so zwischendurch mal reingucken, weil ich einfach echt das Gefühl hatte, da ist kein Inhalt. Das ist wirklich, ich habe, ja, ich habe für mich entschieden, ich brauche das nicht. Ich brauche keine Brigitte, ich brauche keine sonst. Es ist ganz ehrlich, die wenigsten Zeitschriften machen wirklich was Sinnvolles. Wenn ihr euch zum Beispiel, also es gibt ja so diese Psychologie heute oder sonst irgendwas, wenn es so ein Kompaktheft ist, wo man wirklich nur zu einem Thema hat, das ist wirklich etwas, was Hand und Fuß hat. Ich habe sowas über Depressionen schon seit Jahren. Das habe ich teilweise auch wirklich mir angemarkert, Dinge drin, habe es meinem Mann gezeigt. Da ging es nämlich auch um Angehörige, wie mit Depressionen umgehen und so weiter. Das hat mir wirklich was gebracht. Und aber wenn es jetzt so eine Psychologie heute ist, die ganz viele Themen übergreift, ein Artikel über Depressionen überwinden, da ist eigentlich kaum Inhalt. Also ich lese die manchmal einfach im Laden quer, muss ich ehrlich gestehen, weil da ist einfach kein Inhalt. Da steht so wenig drin, was euch wirklich hilft, dann lest lieber ein Buch darüber. Lest euch ein Sachbuch oder holt euch irgendwas. Es ist super für jemanden, der nicht gerne viel liest, aber doch ein bisschen Infos haben möchte, dann sind die Zeitschriften wirklich gut, weil dann einfach so grob übergriffen, wie nennt man das? Ihr wisst schon, was ich meine. Man hat von so groben Überblick über alles, aber wirklich viel Wissen steckt da jetzt nicht drin. Und das habe ich auch bei der Flow festgestellt, deswegen kaufe ich mir auch die Flow nicht mehr. Ich, ja, das ist einfach, Zeitschriften sind super teuer geworden und es ist super wenig Inhalt drin, was euch wirklich was bringt. Dann investiert lieber in die überteuerten Bücher. Aber ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich erschreckend, wie teuer geworden sind. Ich fand auch zum Beispiel, die Flow hat damals angefangen mit dem Spruch, dass sie werbefrei sind und sich halt eben von anderen Sachen finanzieren und so weiter. Mittlerweile haben sie, ich glaube, 3 oder 4 Doppelseiten Werbung. Zwar hinten dran, also wirklich, ist nicht zwischendrin, sodass einem stört, aber nichtsdestotrotz ist halt am Ende die letzten 3 Seiten einfach nur Werbung. Klar müssen sie sich über irgendwas finanzieren. Ich habe es damals schon sehr weird gefunden. Angenehm, aber weird, wie man sich finanziert ohne Werbung, weil ich das nur so kenne aus Zeitschriften. Aber jetzt geht es auch ums Geld und ganz ehrlich, so eine Zeitschrift, also so eine Okay oder so, das sind halt ein paar Seitchen. Und auch so eine Flow. Was kosten die, glaube ich, 7,50 € oder so? Und 99% der Artikel interessieren mich nicht. Ich habe andere Interessen oder ich will mehr und tiefer in das Thema einsteigen und es ist mir zu oberflächlich. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach so viel schon zu meinen Themen, die mich beschäftigen, gelesen habe, dass ich einfach da wenig Neues habe. Ich glaube, diese Zeitschriften richten sich wirklich eher an Leute, die einen groben Überblick haben wollen über bestimmte Themen und zufrieden sind mit diesen kurzen Artikeln. Mir bringt das nicht so viel. Ja.
Das waren die Sachen, die ich mir nicht kaufe, die ich mir nicht mehr kaufe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was bei euch so ist in letzter Zeit, was ihr euch nicht mehr kauft. Und wenn ihr diese Art des Videos mögt, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Dann mache ich noch so ein Video. Schreibt es mir auch gerne in die Kommentare, wenn euch noch mehr interessiert. Mir fallen bestimmt noch einige Sachen ein, die ich nicht mehr kaufe, weil es immer mehr wird von Dingen, die ich reflektiere und einsehe, dass ich sie nicht mehr brauche. Und ich hoffe, dass ich irgendwann an einem Punkt angekommen bin, wo ich denke, ich brauche keine 20 Bücher pro Monat, es reichen zwei. Aber mal schauen. Ja, das ist auf jeden Fall so der aktuelle Stand der Dinge. Ich bin jetzt hier noch 2, 3 Tage in Urlaub und ja, wollte halt ein paar Videos aufnehmen. Das habe ich jetzt getan und ich bin sehr zufrieden damit. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut.